Zeit, die kommt ça, faut pas faire mal les levées, si tu fais mal les levées. Sorgen Sie sich nicht, ich habe nicht vor, das gesamte Lied vorzusingen. Wobei, dieses Lied ist mir recht wichtig. Es ist vom Lieblingskünstler meines Vaters. Und diese Zeile, ma maman m'a dit comme ça, bedeutet übersetzt, meine Mama hat mir gesagt. Und damit ist es eine direkte Referenz zu meiner Kindheit, zu meiner Erziehung. Ich bin Französin und Antillerin. Ich habe zwei Schwestern und einen Bruder. Wir sind charakterlich alle extremst unterschiedlich. Aber eins verbindet uns, die Werte unserer Eltern. Und genau diese Werte habe ich mitgenommen in die Arbeitswelt. Ich war sogar ein bisschen länger, fast 20 Jahre lang in Konzernen, B2B-Konzernen unterwegs. Mehrheitlich als Führungskraft, entweder als Leiterin von internationalen Change-Projekten oder in der Linie bis hin zum oberen Management. Und diese Werte, die mir so essentiell sind, die habe ich sehr, sehr oft vermisst. Die habe ich teilweise schmerzlich vermisst. Es kam sogar in der einen oder anderen Situation zu einem echten Klatsch der Werte sozusagen. Wobei, kommt Ihnen das bekannt vor? Ganz sicher. In den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, wurde Unternehmenskultur schon seit über 15 Jahren thematisiert. Es wurde nicht gekleckert. Mit viel Ressourcen, mit viel Hingabe sogar, wurden die Werte eruiert, sie wurden kommuniziert, sie wurden trainiert, aber wurden sie auch gelebt? Nicht wirklich. Und ich glaube, dass ich auch weiß, woran das liegen mag. Das möchte ich gerne mit einer kleinen Geschichte illustrieren. Und zwar bekam ich vor ein paar Jahren einen Anruf von einem Kollegen aus dem Bereich HR-Marketing. Der fragte mich, Michelle, wir drehen einen Imagefilm demnächst und würden dich so gerne porträtieren. Im ersten Moment überraschte mich seine Anfrage und dann wurde es natürlich glasklar. Als weibliche Führungskraft, alleinerziehende Mutter, Ausländerin und schwarz obendrauf, war ich natürlich für das Trendthema Diversity die Traumbesetzung. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich musste ein bisschen Luft holen und antwortete recht schroff. Es kommt drauf an. Was ist denn die Aussage des Filmes? Wir sind diverse? Wir leben Vielfalt? Oder doch eher, wir möchten es werden, was ehrlich wäre? Ja, der Kollege stammelte irgendwas, meinte, der müsste sich informieren und wieder melden, was er nie tat. Was mich in diesem Moment schlagartig so aus der Ruhe gebracht hat, so wütend gemacht hat und sogar verletzt hat, war, dass ich als Beweis verkauft werden sollte für etwas, das nicht existierte. Ich war nämlich in jedem einzelnen Punkt eine Ausnahme. Und diese Selbstlügen, ich kann dem Kollegen gar nicht so böse sein, da habe ich mich selber ertappt. Ich komme ja aus dem Marketingbereich, wir haben es vorgemacht. Nur ja, im Bereich Kultur geht es um das Miteinander, es geht um die Menschen, es geht um Wertvolles, da geht es nicht. Und diese Selbstlügen, und die betreffen nicht nur das Thema Diversity, sondern auch einige der Themen, die hier sind. Die sind der Grund, warum sich doch, also trotz 15 Jahren Arbeit, so wenig getan hat. Deswegen fordere ich einen Paradigmenwechsel. Aber ich glaube, Sie werden es nicht nur wegen mir machen, gell? Ich habe nichtsdestotrotz also ein Ass im Ärmel. Die Digitalisierung mit all diesen neuen Werten, die ganz, ganz schnell etabliert werden sollen, obwohl die Grundlage überhaupt nicht da ist. Und das wissen die Unternehmen. 80% der deutschen Unternehmen sagen, die digitale Transformation kann nur gelingen, wenn die kulturelle Veränderung stattfindet. Und trotzdem, gerade nur 1/5 der Unternehmen in Deutschland unternimmt ein unternehmensweites, intensives Programm, um genau diesen Kulturwandel rüberzukommen. Das sind Zahlen von Adventure und von Mon Dieu.
ja, von Microsoft, pardon. Die, das Fazit aus dem Ganzen ist, ohne Kulturwandel keine digitale Transformation. Und diese Trainings und Workshops und alles, was wir bis jetzt gemacht haben, hat nicht gereicht und das wird nicht reichen in Zukunft und wir haben keine Zeit mehr. Ich glaube, dass wir alle wirklich es wollen, kollaborativ und gut miteinander arbeiten. Nur diese neue Ära, die fordert mehr Mut. Wir müssen noch weitergehen. Meine Empfehlung ist, machen Sie aus dem Kulturwandel ein unternehmerisches Ziel, ein strategisches Unternehmensziel. Und wie jedes unternehmerische strategische Ziel braucht der Kulturwandel einen Verantwortlichen. Und damit meine ich nicht einen Prozessverantwortlichen, sondern einen Ergebnisverantwortlichen. Es sollte, also ich empfehle die Implementierung von einer Stabsfunktion, die direkt an die Geschäftsleitung berichtet und den Kulturwandel verantwortet. Zur Verdeutlichung von dem Stellenwert von dieser Funktion nenne ich diese Abteilung die Kulturrevision. Ich weiß, es klingt nicht so ganz nett, ne? Wir 4.0 wäre vielleicht auch möglich, aber nicht erschrecken, die Kulturrevision, die nimmt sich auch gar nicht so extremst ernst. Das, worum es geht, ist, dass in der gesamten Belegschaft, im Unternehmen ganz klar wird, wir sind weg vom Bereich nice to have, wir sind im Bereich must have angelangt. Und wir meinen es auch wirklich ernst. Wir wollen diesen Kulturwandel. Wir haben jetzt die Möglichkeit dazu und haben es uns vorgenommen, unsere Ansprüche in puncto Arbeit und Zusammenarbeit miteinander auch wirklich geltend zu machen. Und dafür gibt es Maximen. Maximen, die bewegen. Die erste ist das Thema Authentizität. Das Unternehmen, die Kulturrevision, vermittelt ganz klar unser Ziel. Auf dem Weg zum Erfolg ist sicherlich die Mitarbeiterzufriedenheit. Aber unser echtes Ziel ist Überleben. Wir brauchen den Kulturwandel, um zu überleben. Das muss einfach sitzen. Wirksamkeit, ganz wichtig. Es geht nicht nur um den Prozess. Es geht auch um das Ergebnis. Bei mir zu Hause haben meine Eltern festgelegt, wie die Kultur ausschauen soll. Die haben es vorgelebt, die haben es uns liebevoll vermittelt, aber die haben es auch eingefordert. Es hieß, Geschwister müssen sich gegenseitig unterstützen. Ob ich Lust hatte oder nicht, musste ich meiner kleinen Schwester helfen, sonst gab es halt Hausarbeiten. Seien Sie konsequent, integrativ, aber konsequent. Und dann das Thema Transparenz, da komme ich wieder zum Anruf von dem HR-Kollegen. Wie wollen Sie denn an etwas arbeiten, was Sie sich schon auf die Stirn geschrieben haben? Wir müssen uns eingestehen, dass wir noch nicht alle Werte überall zu 100% leben. Und dann es auch wagen, das Ganze messbar zu machen. Wo sind wir heute? Wo wollen wir denn morgen sein? Erst wenn diese Maximen erfüllt sind und auch gespürt werden von den Mitarbeitern, zeigen Sie Haltung und damit ernten Sie Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit ist der Schlüssel zum wahrhaftigen Kulturwandel. Mehr über meinen Ansatz finden Sie hinter dem QR-Code oder Sie sprechen mich sehr gerne an, ich würde mich freuen. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Lebensweisheit meiner Mama, die auch für den Kulturwandel in ihrem Unternehmen gelten mag. Pour réussir, il faut d'abord vouloir. Gelingen kann nur, was einem ehrlichen Willen entspringt.